Halo steht für satte Action, saubere Grafik und eine super Story. Halo-Fans freuen sich schon seit langem auf Nachschlag. Ob allerdings Halo ODST wirklich für Begeisterungsstürme sorgen kann, das zeigen wir euch jetzt. Die Navy hat gut gekämpft. Klar, ist ja auch die Erde. Besser spät als nie. Wie wär's mit etwas mehr Respekt, Romeo? Ich sag nur, Sie haben was übersehen. Nein, für uns übrig gelassen. Und da sind wir auch schon wieder im legendären Halo-Universum. Genauer gesagt in New Mombasa, wo sich die Aliens, also die Allianz, breit macht. Wäre da nicht Rettung in Sicht? Die ODST, die Orbital Drop Shock Trooper. Aufwachen, Schneewittchen! Entspann dich, er tut dir nichts. Außerdem wäre es jetzt ratsamer, stark und schweigsam zu sein. Master Chief ist weit weg und taucht im Spiel auch gar nicht auf. Da wir das Jahr 2552 schreiben, ist Master Chief auch noch kein Thema. Halo ODST spielt also vor den Geschehnissen um ihn. Ihr spielt in ODST einen Soldaten der Spezialeinheit. Diese hat auch einen Spezialauftrag. Doch die Aliens sorgen für den Absturz der menschlichen Kapseln. Schade eigentlich, denn jetzt sind die einzelnen Truppenteile in der Stadt verteilt. Welchen Auftrag wir eigentlich genau haben, wird dann erst später im Spiel deutlich. Wort? Wie ist euer Status? Bist du noch da, Buck? Ja. Einen Moment. Es kam hart runter. Meine Luke geht nicht auf. Was ist mit deiner? Halo ODST präsentiert sich in einem leicht düsteren Look, den wir auch aus den anderen Teilen kennen. Jedoch ist die Stadt New Mombasa nicht ganz so farbenprächtig und, um ehrlich zu sein, teilweise auch nicht der grafische Oberhammer, was mit Sicherheit daran liegt, dass das Spiel natürlich auf der Technik des mittlerweile in die Jahre gekommenen Halo 3 Teils aufsetzt. Wir spielen übrigens nicht nur einen Soldaten, sondern im Laufe der Story auch andere Truppenmitglieder in sogenannten Flashbacks. Diese werden ausgelöst, wenn wir an bestimmten Stellen im Level Gegenstände finden. Sagen Sie uns Ihren Namen, Gunny. Miss Nachrichtendienst. Unser neuer Boss. Oh Mann. Also haltet den Mund. Setzt euch hin und macht euch einsatzbereit. Ganz am Anfang der linearen Ego-Shooter-Kampagne steuern wir noch einen Anfänger im Team. Die Action hält sich im Gegensatz zu den aufregenden Flashbacks hier allerdings in Grenzen. Werdet ihr im Feuergefecht getroffen, dann heilt ihr nicht mehr automatisch, sondern müsst solche Stationen aufsuchen, an denen ihr wieder gesundet. Das hat zur Folge, dass sich Halo-Kenner in ihrer Spielweise möglicherweise etwas umstellen müssen. Denn sterben wir, müssen wir oft einen Großteil der letzten Gefechte erneut austragen. Die Ausdauer füllt sich wieder auf, wenn wir ein paar Momente in Deckung gehen. Insgesamt scheint sich das Techtelmechtel mit der Allianz etwas kniffliger abzuspielen. Stures Losballern wird oft bestraft. Bei ODST sollte man sich von hinten an die Kollegen heranschleichen und sie ins Jenseits befördern. Zudem gilt es, die Munition zu sparen und oft die Position zu wechseln. Zusätzliche Waffen und auch das neue Visier mit dem direkten Blick für den Gegner bringen Schwung ins Spiel. Mit dem neuartigen Helm lassen sich jetzt blitzschnell Freund und Feind unterscheiden. An der Solo-Kampagne kann man so circa 7 bis 10 Stunden Spaß finden, dann ist die Story am Ende. Richtig Spaß macht danach vor allem das Feuergefecht. Hier müssen wir, ausgestattet mit einer begrenzten Anzahl an Leben, versuchen so lange wie möglich gegen die immer zahlreicher werdenden Feinde anzukommen. Ist die erste Angriffswelle zurückgeschlagen, startet schon sofort die nächste in unsere Richtung. Natürlich werden wir irgendwann sterben, aber dann hoffentlich mit einer hohen Punktzahl, denn darum geht es hier ausschließlich. Insgesamt ist ODST ein gutes Werk mit einigen Neuerungen, an ein Halo 3 kommt es aber logischerweise nicht heran. Mehr Leidenschaft hätten wir uns auch in der deutschen Vertonung gewünscht,
Die Charaktere bleiben auch hier etwas blass und bekommen kaum wirkliches Leben eingehaucht. Möglicherweise liegt das aber vor allem an der etwas pixeligen Gesichtsdarstellung. Neulinge? Nichts Besonderes. Waren wir alle mal. Wenigstens hören Sie. Auf mich. Aber Sie werden meine Worte nicht mögen. Befehl ist Befehl. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Träger? Meine Befehle. Und Buck? Nennen Sie mich Captain. Bungie spendiert im ODST-Paket auf einer zweiten DVD übrigens den kompletten Halo 3 Multiplayer-Modus mit 20 Karten. Wer es noch nicht hat, darf sich freuen.